Violetto, ein Drachenmärchen von Peter Hinnen und Barbara Appenzeller. Ein Ei, zwei Eier, drei Eier, vier Eier, fünf Eier, sechs Eier liegen im Nest. Es sind keine Hühnereier, es sind auch keine Enteneier, es sind keine Gänseeier, es sind keine Haseneier, es sind keine Straußeneier, es sind keine Elefanteneier, es sind Dracheneier. Vater Drache und Mutter Drache freuen sich. Endlich bekommen sie Drachenkinder, sechs kleine grüne Drachenkinder. Heute ist es soweit. Sechs kleine grüne Drachenkinder schlüpfen aus sechs roten Dracheneiern. Ein kleiner grüner Drache, zwei kleine grüne Drachen, drei kleine grüne Drachen, vier kleine grüne Drachen, fünf kleine grüne Drachen, sechs kleine... Hilfe! Schreit Mutter Drache. Ein kleiner Drache ist ja gar nicht grün. Er ist violett. Mutter Drache nimmt heißes Wasser und Seife. Sie bürstet den kleinen Drachen vom Kopf bis zum Schwanz. Aber das Violett bleibt. Da kann man nichts machen, sagt Vater Drache. Jetzt haben wir eben fünf grüne Kinder und ein violettes. Ein Drachenjahr ist vorbei. Die Drachenkinder haben Geburtstag. Mutter Drache hat einen Kuchen gebacken. Und auf dem Kuchen hat es sechs Kerzen. Und auf dem Kuchen stehen die Namen. Boxel, Texel, Muxel, Nixel, Waxel und Violetto. Vater Drache sagt, ihr seid jetzt schon groß. Morgen beginnt die Drachenschule. Ihr lernt fliegen und Feuer speien. Boxel, Texel, Muxel, Nixel und Waxel jubeln. Aber Violetto ist ganz still. Er hat Angst. Er hat Angst vom Fliegen. Er denkt, ich stürze sicher ab. Er hat Angst vom Feuerspeien. Er denkt, die Flamme verbrennt mich sicher. Er denkt, die anderen Drachenkinder lachen mich sicher aus. Sie lachen ja schon jetzt. Sie singen. Violett, oh wie nett, wie violett, geh doch weg. Vor Angst hat Violetto fast nicht geschlafen. Trotzdem muss er jetzt in die Schule. Die Schule ist auf der Wiese vor der Drachenhöhle. Der alte Drache Flammenzahn ist der Lehrer. Und er macht vor, was er kann. Er fliegt hoch über die Wiese. Flammenzahn befiehlt, jetzt üben wir das Fliegen. Boxel fliegt 2 Meter weit, Texel fliegt 4 Meter weit, Muxel fliegt 1 Meter weit, Nixel fliegt 6 Meter weit, Waxel fliegt 7 Meter weit, Violetto fliegt auf die Nase. Er hat einfach zu viel Angst. Er öffnet nicht mal richtig seine Flügel. Er nimmt Anlauf und fliegt wieder auf die Nase. Vielleicht geht das Feuerspeien besser, tröstet Flammenzahn. Boxel speit 6 Meter weit. Texel speit 3 Meter weit. Muxel speit 2 Meter weit. Nixel speit 1 Meter weit. Waxel speit 5 Meter weit. Violetto spuckt nur Wasser. Nicht einmal eine kleine Flamme bringt er raus. Die anderen Drachenkinder lachen ihn ganz schrecklich aus. Violetto ist traurig.
Er ist kein richtiger Drache. Er will fort. Er will allein sein. Es ist dunkel. Alle Drachen schlafen. Violetto steht leise auf. Vorsichtig schleicht er aus der Drachenhöhle. Er geht über die Schulwiese. Der Mond geht auf. Er zeigt Violetto den Weg aus dem Drachental. Violetto läuft viele, viele Stunden. Die Berge verschwinden. Neben dem Weg gibt's nun Wiesen und Äcker. Plötzlich hört Violetto eine Stimme. Hilfe, ein Drache! Violetto staunt. Jemand hat Angst vor ihm. Ein Mann und eine Frau rennen weg. Nur ein kleines Mädchen bleibt sitzen. Das kleine Mädchen hütet die Kühe. Es heißt Graziella. Graziella hat keine Angst. Sie sieht, dass Violetto müde und traurig ist. Violetto erzählt ihr seine Geschichte. Graziella tröstet ihn. Sie sagt, ich bin froh, wenn du kein Feuer speist. Und fliegen kannst du doch immer noch lernen. Und dein Violett gefällt mir. Ich kenne eine alte Scheune, da kannst du wohnen. Violetto ist glücklich. Er schläft in der Scheune auf dem weichen Heu. Am Tag hütet er zusammen mit Graziella die Kühe. Sie sprechen viel miteinander. Sie sind Freunde. Viele Tage und viele Wochen gehen vorbei. Violetto gefällt es immer besser bei Graziella. Aber eines Nachts wacht er plötzlich auf. Glocken läuten, Pferde wiehern, Kühe muhen, Menschen schreien. Feurio, das Bauernhaus brennt. Graziella schläft im obersten Stock. Und das ganze Dach brennt. Violetto schaut den Feuerwehrleuten zu. Die können Graziella nicht helfen. Das Feuer ist zu stark. Graziella ruft um Hilfe. Da vergisst Violetto seine Angst vorm Fliegen und vor dem Feuer. Er öffnet seine Flügel, er startet, er fliegt. Er fliegt auf das Zimmer von Graziella zu. Rund um ihn ist Feuer. Violetto speit Wasser, so viel er kann. Er fliegt mitten durch das Feuer. Er packt Graziella, fliegt schnell wieder zum Fenster hinaus und landet vor dem Bauernhaus. Graziella lebt. Violetto freut sich riesig. Violetto kann ja fliegen. Das Feuer macht ihm gar nichts. Und vor lauter Freude holt Violetto tief Luft und speit eine Riesenflamme aus. Die ist 15 Meter lang. Violetto ist jetzt ein richtiger Drache. Aber die Menschen müssen keine Angst vor ihm haben. Die wissen, Violetto ist ein lieber Drache. Violetto ist ein richtiger Drache. Alle haben ihn gern.